vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier runter begleitet habt zur letzten Station unseres Trauermarsches hier an unserer 24-stündigen Mahnwache zwischen Emil von Behring und der heiligen Elisabeth, also denen Wahrzeichen für die Stadt Marburg. Wir haben geliefert. Wir waren loyal. Zusammen haben wir es geschafft, in einer sehr schwierigen Zeit Unternehmen den globalen Erfolg zu bringen. Was bleibt? Unsicherheit? Frust? Ja, sogar Angst. Die letzten Wochen sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Kolleginnen und Kollegen fühlen sich hilflos, wertlos, ja sogar verraten. Das ist ein Angriff auf die soziale Gerechtigkeit. Ist das die Wertschätzung bzw. die Verantwortung, so mit seinen Angestellten umzugehen? Unsere Werte, wofür wir täglich aufstehen, sichere Medizin produzieren, werden mit Füßen getreten. Und es kann doch nicht sein, dass die Beschäftigten aus der Presse entnehmen müssen, dass möglicherweise ihre Personalstellen gefährdet sind, ihre Stellen gefährdet sind, ihre Jobs gefährdet sind und ihre Zukunft gefährdet ist, weil die Informationspolitik, die hier betrieben wird, eine Riesenkatastrophe ist seitens der Arbeitgeber. Wir kämpfen gemeinsam für unsere Werte, für die Tarifbindung, für Arbeitsplätze und gegen betriebsbedingte Kündigungen. Dafür kämpfen wir, dafür sind wir an eurer Seite und das gebe ich euch hier und heute schriftlich, wenn es sein muss, aber das Versprechen in jedem Fall mündlich. Also der angedrohte Personalabbau bei CSL, der hat ja jetzt einen Aufschlag gegeben oder den Ausschlag auch gegeben, dass wir uns dazu entschlossen haben, jetzt auf die Straße zu gehen. Aber wir beobachten eben schon seit einiger Zeit am gesamten Industriepark, am gesamten Behringer Standort Veränderungen und eben auch Veränderungen, die uns nicht gefallen. Und wir reden ja da ungefähr von einem halben Dutzend Unternehmen, die da angesiedelt sind und die bisher eigentlich immer nur durch Gewinnbotschaften geglänzt haben und die angebracht haben. Und seit einem Jahr, seit anderthalb, zwei Jahren vielleicht auch schon, hören wir hier Personalabbau, da werden Beschäftigte ausgegliedert, da wird verkauft an Unternehmen. Und wir kommen eben jetzt auch in so eine Lage, dass Unternehmen sich hier einkaufen, wo wir wissen, dass sie entweder mit Tarifbindung noch keine Erfahrung haben, ohne das jetzt wertend zu sagen, aber auch nicht unbedingt mit Mitbestimmung so viel Erfahrung haben. Und wir jetzt natürlich befürchten, dass das möglicherweise in Gefahr ist. Denn wir gucken hier auf einen Standort, der rundum Chemie tarifgebunden ist, mal abgesehen von Konsortium. Das hatte ich ja schon angedeutet, das uns Sorgen macht. Aber alle anderen Unternehmen haben wir sehr offen und lang dafür gekämpft, dass sie in Tarifbindung kommen. Jetzt sind sie es und jetzt wollen wir das natürlich auch nicht einfach hergeben.